Freut mich. Hallo ihr Lieben, heute mal ein ganz anderes Thema. Einmal ein bisschen etwas über Gassicherheit und Umgang mit Gasflaschen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen wird es Freddy erklären. Genau, das Technische bin ich dann ja zuständig. Mir ist vor kurzem, wir hatten eine Gasflasche getauscht und da wurde mir gesagt, ob ich denn keine Kappe dabei hätte. Also hier eine welche Kappe. Und dann haben wir da erstmal erfahren, obwohl wir schon lange Jahre Camper sind, dass man gar nicht ohne den Deckel fahren darf, wenn die Flasche nicht angeschlossen ist. Deswegen, erstes Thema, Deckel drauf, damit durch Gewalteinwirkung der Kopf hier nicht runterschlagen kann und das Gas unkontrolliert austritt. Ich glaube, Bußgeld wäre, was war das? 25 Euro Bußgeld, also, ich glaube, pro Flasche so war das, ne? Genau, ja, ich glaube. Ja. Also, nicht, dass man erwischt werden kann, dass es teuer wird. Die Polizisten achten genau auf sowas. So, das ist eine. Davon stirbt man aber noch nicht. Schlimm wird es erst, ich roll es mal so auf, eine Gasflasche sollte grundsätzlich während der Fahrt auch abgedreht sein. Es gibt Ausnahmen, und zwar gibt es Systeme, das heißt Duo-Control oder Dichtungskontroll irgendwie von Thoma. Da ist ein Ventil drin, zusammen mit einem Druckschlauch darf man dann auch während der Fahrt das Gas aufhaben. Heißt also, wir könnten unterwegs den Kühlschrank laufen lassen, wir könnten auch die Heizung laufen lassen, macht aber nicht viel Sinn, weil wir haben die Bordheizung. Aber Kühlschrank, wer einen entsprechenden Kühlschrank hat, der mit Gas betrieben ist natürlich. Wir haben einen, der nur auf Strom läuft, ja, genau. Aber auch auf 12 Volt. Es ist so, dass der Gaskasten auch hier unbedingt, jetzt habe ich den, aber extra so bemüht, Moment, dass das Ding festhält. Jetzt bin ich wieder, genau, nicht einfach drüber. Oh. Ja, jetzt ist egal. Jetzt ist weg. Weiß jeder, dass ein Gaskasten ist. Das fällt wieder unter Outtakes. Genau. Ich habe gesagt, wofür sind wir Outtakes. Also der Gaskasten ist wirklich ein Gaskasten, da hat nichts anderes drin zu suchen, außer die Gasflaschen. Was vor allem nicht sein darf, dass da irgendwelche elektronischen Geräte reingebaut werden. Es gibt so Spaßvögel, die meinen, die müssen ihre Akkuladegeräte oder gar Batteriepacks oder irgendwas da reinpacken. Strom hat da nichts dran zu suchen und es hat genauso auch nicht irgendwas Zündfähiges dran zu suchen. Weil das kann auch schon zu Katastrophe führen, falls man Gas ausdrückt. Geht mal gerade kaum. Ist halt Herbst. Die Gasflaschen. Ah ne, nochmal zum Thema. Wenn der Gaskasten irgendwie angebohrt wird, ich habe letztens in so einem Forum gelesen, da hat einer irgendwas da eingebaut, hat dafür Löcher da durchgebohrt, der hat von den Forummitgliedern links und rechts um die Ohren gekriegt, also das waren einige Posts, die er ertragen musste, das war schon ein Shitstorm, was der erlebt hat. Der Kasten ist wirklich dafür da, dass das Gas da drin bleibt, nach unten entweicht, es darf nicht in den Innenraum kommen, weil das kann ein tödliches Gemisch werden. Deswegen keine Löcher da reinbohren, in dem Zustand lassen, wie er ist, nichts drin sammeln, was irgendwie nicht da reingehört und schon gar keine Zündquellen oder elektronischen Geräte. So, jetzt kann ich den auch zumachen, dann wollte ich mir festhalten. Genau. So, das ist jetzt hier keine Belehrung, sondern wir haben es erlebt. Es ist jetzt gerade mal ja, 4 Jahre her, am 25. Oktober 2014. Sind wir in der Nacht geweckt worden. Es klang fast wie eine Treibjagd draußen, es knallte, Leute riefen. Allerdings war es keine Treibjagd. Als ich aus dem Fenster guckte, standen wir auf einer großen Feuerwand. Ich bin dann sofort in die Hose geschlüpft, Uli hinter mir her. Und da sahen wir, dass dann Wohnwagen voll ran stand. Ich habe daraufhin natürlich erst die Feuerwehr gerufen. Dann habe ich das, weil ich dachte, alle sind in Sicherheit, weil ich hörte, im Parallelgang liefen Leute rum und ich hätte nicht gedacht, dass da irgendeiner noch in Gefahr sein könnte. Ich bin kein Gaffer, habe nur gefilmt, ich arbeite hier auf dem Fernsehen, ich habe Material besorgen. Habe ein bisschen gefilmt und in dem kam ein Nachbar von hinten und sagte, das ist sehr moin, das ist auch moin. Und dann sage ich, scheiße, ne? Ja, sagt er, da ist noch einer drin. Und dann habe ich erst nicht gerafft, was der von mir wollte. Und es war tatsächlich so, es war in dem Wohnwagen wohl noch jemand drin. Junge, was? Kommt er hier runter? Und
enorme Hitze. Ich wollte loslaufen, dann ging direkt eine Gasflasche hoch. Halt über das Ventil, was hier drin ist. Hier ist so ein Klappenöffnung. Dadurch kann bei Hitze der Druck entweichen. Entzündet sich natürlich bei Hitze. Es war eine tierische Stichflamme. Als sie durch war, hörte ich dann schon das Brüllen. Es war tatsächlich so, im Vorzelt stand einer und kam nicht mehr raus. Bin dann rübergerannt, über den Zaun gehüpft. Du hast mich ja noch verarscht, ne? Oder ja, gut, wurde anderthalb oder zwei Wochen vorher wurde am also doppelseitigen Leistenbruch operiert und konnte da kaum laufen, aber über so einen Zaun springen. Ne? Aber das war ja ein bisschen foppen. Also ich habe zu mir gesagt, die ganze Zeit so laufen und dann springst du über den Zaun. Ja, das ist Adrenalin. wenn Adrenalin reinschießt, hat man keine Schmerzen mehr. Ich habe die Tür aufgedrückt, da kam mir sofort der satte schwarze Qualm entgegen. Das ist ein richtig aggressiver Qualm, der mir sofort, trotzdem ich die Augen zugemacht hatte, als ich reingehen wollte, ein Brennen in den Augen gemacht hat. Das war heftig. Ich habe dann meine Jacke, die ich mir schnell über den Arm werfen wollte, mir vor das Gesicht gedrückt, sich an der ganzen Küchenzeile lang gehangelt. Gott sei Dank hat der Knabe die ganze Zeit gebrüllt, weil wenn er nicht gebrüllt hätte, hätte ich ihn finden können, ohne Augen, ohne, ne, also... Es ist sonst keine Orientierung da. Und ich habe ihn tatsächlich dann am Schlawittchen packen können. Also wirklich von hinten gegriffen. Der wollte in eine ganz andere Richtung. Und das in einem 7x3 Meter Vorzelt, wo er sich eigentlich auskennen müsste. Also das Vorzelt war von innen komplett mit Holz ausgebaut. War auch eine Holztür drin. Ich habe es geschafft, den rauszuziehen. Draußen mich um ihn gekümmert. In dem Moment zündete der Laden da richtig durch. Und es gab eine tierische Verpuffung. Wenn ich da noch oben gestanden hätte, hätte ich keine Haare mehr gehabt. Also saugefährlich das Ganze. Nachdem wir ihn in Sicherheit gebracht hatten, kam für mich dann der große Zusammenbruch. Ich habe dann wirklich einen Schock gehabt, wurde dann schön an der Seite gesetzt, mit Blick auf das ganze Flammenszenario. Neben mir lag auf der einen Seite der, den sie gerade wiederbelebt hatten quasi, auf der anderen Seite der Verursacher, der schwerste Verbrennung an den Armen hatte. Er hat nicht blutige Arme gehabt. Ja, der hat dann auch so erzählt, wie es dazu gekommen ist. Das vergisst man nicht. Ja, der hat mir dann nachher noch erzählt, dass er irgendwo, also auf jeden Fall ging die Heizung nicht. Er wollte dann irgendwie was tauschen, hat Gas gerochen und hat dann gemeint, er müsste sich vor lauter Schreck wohl irgendwie Zigarette anzünden. Und dann ist alles passiert. 4 Parzellen abgebrannt und war also wirklich nicht schön. Nee, das war eine Riesenkatastrophe und ihr werdet es wahrscheinlich an meiner Stimme gemerkt haben, die fängt noch an zu zittern, wenn ich nur davon erzähle. Ich habe da auch ein tierisches Trauma durcherlebt und wenn ich irgendwo Knallen höre, wie heute Nacht, ich weiß nicht, ob die hier wieder dieses Milchkannenschießen machen in Holland. Ja gut, aber danach konnten wir Martinshörner hören. Ja, auch Martinshörner, also, und so. Das ist so ein Szenario, wo ich dann mit Schlafen nichts mehr habe. Also ich bin da wach gewesen. Das läuft mir heute noch hinterher. Es gab insgesamt natürlich 2 Schwerstverletzte. Also der eine, der eine Rauchgasvergiftung hatte, der hatte noch 30% Lungenfunktion. Der Verursacher hatte die Arme schwerst verbrannt. Ich hatte zum Glück nur einen Schock, obwohl sie mich ins Krankenhaus bringen wollten, weil ich angeblich auch eingearbeitet hatte. Aber ich bin Apnoe-Taucher. Ich weiß, wie man Luft anhält. Aber das Ganze war keine schöne Geschichte. Es sind dadurch auch Menschen gefährdet worden, die eigentlich zum Retten da sind. Also die Feuerwehrleute standen auch dann da und mussten sich in Gefahr bringen. Also das ist alles nicht nötig, wenn man so ein bisschen auf Sicherheit achtet. Und es ist ein brandgefährliches Ding. Man sollte auch unbedingt darauf achten, weil das war wirklich, aus lauter Panik habe ich am nächsten Tag unseren Gasgrill, den Kadak-Grill, von der Gasflasche abgebaut. Ich habe gesagt, bei uns gibt es nichts mehr mit Gas. Ich habe den Hahn zugedreht. Vermeintlich war er zu. Aber als ich dann die Mutter geöffnet hatte, hat der Druck mir den Schlauch aus der Hand gerissen und es schoss ein dicker Strahl Gas direkt ins Vorzelt. Da bin ich froh, dass ich nicht Raucher bin und mir nicht gerade eine Zigarette angezündet habe. Denn sonst hätte es nicht gut geendet. Uli fragte, was war das? Hier riecht es nach Gas. Habe ich gesagt, nichts passiert. Aber das ist wirklich 24 Stunden, war gar nicht so viel, ne? War nicht mal 24 Stunden, waren 20 Stunden ungefähr, war das nachdem das da gebrannt hatte. Also selbst wenn man meint, man ist vermeintlich sicher, dann ruhig nochmal nachdrehen, weil das hat einfach nur der Griff gehakt. Mit ein bisschen Druck konnte man noch weiter drehen und das war wirklich noch halb offen, das Teil. Also Leute, passt auf,
Ich will keinen belehren hier, aber es ist wirklich eine saugefährliche Geschichte. Wenn man es vernünftig betreibt, überhaupt kein Problem. Wir kochen damit, wir heizen damit. Mittlerweile Angst haben wir auch nicht. Mittlerweile nicht mehr, nee. Wichtig ist, es gibt, wenn man eine Gasflasche wechselt, Lecksuchsprays. Zum Beispiel von Liquid Olli gibt es ein Spray. Das sprüht man auf, dann sieht man sofort Schaum auftreten. Da weiß man, aha, da tritt noch Gas aus, nachdrehen, fertig. Unbedingt die Lüftungsschlitze unten frei halten. Das Gas ist schwerer als Luft, sackt nach unten weg, verschwindet aus dem Auto. Eine kleine Geschichte kann ich noch erzählen. Da haben wir es auch noch nicht so ernst genommen. Wir waren auf England-Tour. Ja, den kannst du ja anziehen, den Schuh. Ja, den Schuh kann ich mir anziehen, aber erzähl du es nicht, der ist zu peinlich. Da sagte die Uli mir, sag mal, kann das sein, dass da irgendwas mit der Gasflasche nicht stimmt? Ich habe da gestern Gas gerochen. Ich habe gedacht, mein Scherz. Da haben wir aber da einen Wohnwagen gehabt. Ne? Bin an den Gaskasten gegangen und tatsächlich, es war ein Riss in dem Schlauch und da zischte wirklich Gas raus. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Gas unterm Arsch gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist nicht ernst genommen worden. Deswegen, Leute, nehmt es ernst. Das ist kein Spaß, wenn es einmal knallt. Das ist, es ist keine Verpuffung oder irgendwas mehr. Das ist schon eine richtige Explosion. Die reißt euch alles kaputt, die steckt alles in Flammen. Nicht schön. Vor allem das Peinliche ist, ich arbeite bei einer Heizungssanitärfirma und weiß ja, dass man mit Gas allgemein nicht spaßen soll. Und deswegen ist das umso peinlich. Ja, das ist so eine Leichtfertigkeit, ist alles wieder gut, ist ja nichts passiert. So eine Leichtfertigkeit, die man im Leben so hat, weil man so meint, man hantiert immer damit, da passiert schon nichts. Da passiert schon mal nichts, kann man gar nicht sagen. Also dass irgendwann hat man mal so einen falschen Moment, da kann man nur hoffen, dass alles gut geht. Und da muss man nicht drauf warten. Ja, und zur Sicherheit noch, also auf jeden Fall Feuerlöscher ist eine ganz wichtige Sache, richtig, um wenn irgendwo was passiert, wirklich schnell eingreifen zu können. Und einen Rauchmelder sollte man auch einbauen, ist auch noch ein Tacken, ein kleines Stückchen Sicherheit damit bei. Um sich und seine Liebsten zu schützen. Und gerade, da wir ja auch Gaskocher haben, da muss nur mal irgendwas umfallen, fällt in die Gasflamme rein. Das ist nicht mal eben so mit der Hand ausgekloppt. Also wenn dann irgendwas in der Nähe ist, womit man das schnell löschen kann, ist das nicht verkehrt. Das ist schnell passiert, das ist ein Entstehungsbrand, da passiert gar nicht viel. Außer dass eben das Papier, was da gerade geflogen ist oder ähnliches. Oder ganz beliebt sind natürlich auch diese Trockentücher, womit man natürlich auch abspült, die immer zu dicht an der Flamme liegen können. Ja, oder Zewa-Rollen über dem Herd. Ja, haben wir auch schon gesehen, dass direkt über dem Gasherd Zewa-Rollen angebracht waren. Wenn die können sich von selber abrollen, ich habe das auch schon erlebt. Und dann ist man im Moment draußen vor der Tür und das Essen kocht, dann steht das Ding in Flammen. Und mit dem Feuerlöscher kann man den Schaden stark begrenzen. Also? Ja, manche Sachen kann man auch gut vermeiden. Immer vermeiden. Ja. Also grundsätzlich mit Gas hantieren, keine Flupp im Gesicht. Genau. Rauchen ist sowieso gefährlich, aber in dem Moment ist es saugefährlich. Also passt auf euch auf, ne? Macht keinen Blödsinn und immer schön auf die Gasflasche achten. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Fertig. Genau, fertig.